Tja, ich bin eben leider nicht nur leichtlebig, sondern auch feige. Ja, aber... Martin! Martin, dein Papagei. Mutter? Also ich möchte einmal erleben, dass jemand mal nicht überrascht ist, wenn ich komme. Ich habe schließlich ein Recht, hier zu sein. Ich war ja schließlich mal die Hausfrau. Und ich habe mich gütlich von deinem Vater getrennt. Gütlich? Gut, gut, reg dich nicht auf. Aber es muss doch einen Grund haben, wenn du plötzlich hier oben auftauchst. Das hat allerdings einen Grund. Ich muss dich sprechen, und zwar dringend. Dringend? Dann muss ich euch leider bitten, bis auf Weiteres alleine weiterzuarbeiten. Sehr wohl, Herr Chef. Michelle wird ihre Wehen kriegen. Dritten Monat? In der Familie ist alles möglich. Also, wo brennt's? Ich komme direkt aus Trier. Ich habe doch Angelika besucht. Ja, und? Angelika bekommt ein Kind. Ach. Ja. Und du bist der Vater. Was? Ja. Ich habe lange überlegt, ob ich dir sagen soll. Aber du bist ja schließlich mein Sohn. Und dann habe ich mit Ludwig gesprochen und der meinte auch, dass... Warum denn mit Ludwig? Ja, der weiß es doch auch. Was? Dass Angelika im sechsten Monat ist. Warum hat er das nicht gesagt? Angelika hat ihn darum gebeten. Sie wollte nicht, dass du es erfährst. Deswegen ist sie auch von hier weggezogen. Aber ich finde, du musst es erfahren. Und ich bin hier raufgefahren, damit ich allein mit dir sprechen kann. So. Und nun kannst du dir überlegen, ob... Und wie du es Michelle sagst. Willst du es ihr sagen? Ja, natürlich. Wird sie bestimmt sehr kränken, wenn sie erfährt, dass du immer noch mit Angelika... Ich meine, du hattest doch da auch schon mit Michelle ein Verhältnis. Ja. Aber ich habe noch bei Angelika gewohnt. Und da ist es dann wohl... Was willst du tun? Was verlangst du? Du teilst mir soeben mit, dass Angelika ein Kind bekommt und erwartest, dass ich zwei Minuten später genau weiß, wie ich mich verhalten soll. Deswegen brauchst du mich doch nicht anzuschreien. Ich meine es nur... Ja, du meinst es nur gut. Du meinst immer alles nur gut. Das habe ich nicht verdient. Entschuldige bitte. Aber du kannst dir vielleicht vorstellen, dass... Ich meine, ich muss das erstmal verdauen, was du mir da gesagt hast. Und ich möchte dich bitten, nicht mit Michelle darüber zu reden. Das werde ich selbst tun. Michelle tut mir sehr leid. Überleg dir, ob du es ihr überhaupt sagen willst. Ob Sie Ihre Uhr wieder haben wollen? Ja. Danke. Das sind die Familie Rendezvous. Ich am Kösser. Ich habe ihm gesagt, dass die Show sehr gut war und dass wir große Angst gehabt haben. Nicht wahr? Wir haben doch große Angst gehabt. Am Anfang ja, aber dann hätten Sie besser spielen müssen. Meine Talente liegen vielleicht anderswo. Sie machen mich neugierig.
nicht, darf ich bitten, es erwartet uns eine echte Gulaschsuppe und ein Versöhnungstrunk. Und woher wissen Sie das? Das bin ich zum ersten Mal hier. Hallo, hallo, bitte. Servus, Ischwan. Trinken. Danke. Egisigedre. Egisigedre. Sieht kommt okay, Teil der West. Auf zur Suppe. Hier finden die Hirten Schutz. Im Sommer 40 Grad Hitze, im Winter sind 40 Grad Kälte möglich. Wenn einmal der Wind hier so richtig pfeift, dann fliegen einem die Ohren davon. Deshalb ist auch die Feuerstelle geschützt. Danke. Mein Gott, bist du elegant. Ich muss die Sachen tragen, solange ich noch kann. Wo warst du denn? Zweimal im Monat Coiffeur und Gesichtspflege. Mein einziger Luxus. Ich hoffe, man sieht den Erfolg. Ja, natürlich. Ich war in Bernkassel. Es macht großen Spaß, sich mal wieder als Dame zu verkleiden. Ja, willst du damit sagen, dass du dein früheres Leben vermisst? Ja. Du musst dir das vorstellen. Jeden Morgen hat mir Gaston, das ist unser Butler, die Schokolade ans Bett gebracht. Dann habe ich Felix bestiegen. Felix? Das ist mein Reitpferd, mein Lieblingspferd. Denn wir haben ja 8 Pferde. Ich bin eine Stunde geritten und dann habe ich eine halbe Stunde gebadet. Und dann hat Nadine mein Frühstück serviert. Quatsch. Du hast mich verkohlt? Ja. Beim Frühstück war ich fast immer allein, weil Papa ins Büro muss. Es muss schwer sein, wenn man ohne Mutter aufwächst oder ohne Vater. Nicht, wenn man einen Vater hat wie ich. Und ob ich mein früheres Leben vermisse? Ich brauche keine Diener und keinen Diners. Ich soll dich übrigens grüßen. Grüßen? Wie schön, von wem? Hanna hat angerufen und gesagt, sie bleibt noch 2 Tage in Ungarn. Und ich habe ihr gesagt, dass du bei uns bist. Sie bleibt noch? Das kann doch nur heißen, dass es ihr gefällt. Du wirst noch sehen, Hanna und Herr Römer, da wird noch was draus. Obwohl der ja wirklich ein bisschen jung für sie ist. Hast du sie getroffen? Was? Martin hat mir gesagt, dass du nach Trier gefahren bist, um Angelika zu besuchen. Habt ihr euch gesehen? Ja. Im Krankenhaus war sie nicht und da bin ich zu ihr in die Wohnung gefahren. Und? Wie geht es ihr? Gut, ich glaube, sehr gut. Ja, und? Was und? Du hast sie doch bestimmt gefragt, ob sie... Ich meine, wohnt sie allein? Ja, sie lebt allein. Das tut mir leid. Aber Angelika ist so intelligent und so hübsch. Ich habe manchmal richtig Angst gehabt, für wen sich Martin entscheidet. Für Angelika oder für mich. Sagen Sie ihm bitte vielen Dank und es war wirklich sehr aufregend. Wollen Sie gleich in Wagen? Ja, danke. Grüßen Sie. Ja, und jetzt? Wollen Sie die Hochzeit morgen sehen? Ob ich die sehen will? Dann hat man schon mal Gelegenheit, eine richtige Bauernhochzeit zu erleben. Das würde bedeuten, dass wir versuchen, hier zu übernachten.
Bis nach Centeno ist noch weit. Dann sollten wir das mal versuchen. Sie müssten allerdings versuchen, zwei Zimmer zu bekommen. Was haben Sie gedacht? Sie haben vorhin von Ihren Talenten gesprochen. Und ich habe im Scherz geantwortet, dass Sie mich neugierig machen. Ich hoffe, Sie haben das nicht missverstanden. Sie machen denselben Fehler wie Leo. Welchen Fehler? Der glaubt auch, dass mich im Leben nur das eine interessiert. Der ahnt gar nicht, wie viele Nächte ich schon Mutterseelen allein verbracht habe. Ludwig war doch neulich in Trier im Krankenhaus. Ja. Und da hat er Angelika getroffen. Ja, das hat er ja erzählt. Ja, aber was er nicht erzählt hat, Angelika bekommt ein Kind. Ah. Von mir. Mutter hat es mir heute Nachmittag gesagt. Angelika wollte nicht, dass ich es erfahre, deswegen ist sie nach Trier. Mutter sagt, ich sollte es dir gar nicht sagen, aber natürlich muss ich es dir sagen. Ein Kind? Wann bekommen Sie das Kind? Ich weiß, was du damit fragen willst. Sie ist im 6. Monat. Es ist also passiert, als wir uns schon kannten. Es war der Tag, als ich deinen Vater kennenlernte. Ich war in Metz, um die Regatta vorzubereiten. Da hat die Angelika angerufen und mich gefragt, wann ich nach Hause komme. Sie muss geahnt haben, dass es dich gibt. Du erinnerst dich, ich hatte mir vorgenommen, es ihr an diesem Abend zu sagen. Aber dann, ich hab's nicht geschafft. Und dann habt ihr... Ja. Ich habe sie ein paar Tage später gesagt. Ich bin dann ausgezogen. Und später, Angelika war zu anständig, mir zu sagen, dass sie ein Kind bekommt. Ja. Michelle. Wir hatten uns kennengelernt. Aber ich konnte doch nicht wissen, ob daraus wirklich was wird. Du warst ein Mädchen. Ich war ein Prinzessin auf der Erbse. Und du warst der arme Lehrer. Eine Mésalliance. Das hat ja auch mein Vater lange gedacht. Michelle, ich... Du brauchst dich nicht entschuldigen. Ich weiß, wie schwer es für mich war, als ich Christopher sagen musste, dass es aus ist. Wir haben auch noch zusammen geschlafen. Du verstehst also, dass ich... Du musst zu ihr fahren. Was? Du musst mit ihr reden. Vielleicht braucht sie Hilfe. Ich hab dich sehr lieb. Ich dich auch. Ja.
denn? Milyen gyakran van itt lakadalom? Minden szombaton, rossz idő esetén vasárnap. Aha. Jeden Samstag, nur wenn's regnet, Sonntag. Musika! Die nicht stattfindet. Enttäuscht? Die ganze Reise war doch eigentlich ein einziger Betrug. Ich bin hergekommen, weil ich für einen ungarischen Winzer Rieslingreben züchten sollte. Der Winzer sind Sie selbst und Reben gibt es hier im Überfluss. Dann haben Sie mir die Puster gezeigt, es hat ein Überfall stattgefunden, der sich als Spektakel für Touristen erweist. Und als Krönung diese Hochzeit hier, die gar keine ist. Und Leo ist abgereist, weil er meint, ich könnte ihn betrügen. Wären Sie lieber nicht hergekommen? Oh doch. Ich habe hier so viel Schönes erlebt. Ich danke Ihnen. Und Leo? Naja, es war eine Enttäuschung. Ich glaube, es tut ihm längst leid, dass er abgefahren ist. Was wird er Ihnen auch sagen? Trotzdem, es hat einen Knacks gegeben. Eifersucht ist, wenn jemand mit Eifer sucht, was Leidenschaft. Mein Leben ist schwer genug. Wenn ich irgendwie helfen kann. Sie haben mir schon geholfen. Nicht wegen der Reben, die ich Ihnen nun nicht liefern werde. Wegen der Zeit, die ich hier und mit Ihnen verbracht habe. Und Sie? Was? Sind Sie enttäuscht? Warum sollte ich? Dass es keine Hochzeitsnacht gegeben hat. Ich hatte nie mit einer gerechnet. Deshalb ist ja Leos Verhalten auch so absurd. Aber auch für mich waren die letzten Tage sehr schön und auch ich möchte Danke sagen. Jetzt müssen Sie weitersuchen. Wonach? Nach einer Frau, die es bei Ihnen aushält. Sie unmöglicher Mensch. Leo? Ich wusste, dass du hier umsteigen musst. Woher wusstest du denn, dass ich heute hier ankomme? Ich habe euch angerufen. Können wir miteinander reden? Bitte. Also gut. Wir gehen ins Bahnhof. Martin. Es ist etwas später geworden. Tut mir leid. Warum setzt du dich nicht? Ich wollte dir Blumen mitbringen. Aber dann, es schien mir plötzlich so schrecklich konventionell. Darf ich sie nachbringen? Du darfst sie auch schicken, wenn es dir lieber ist. Du musst aber wieder noch. Du wolltest das Kind. Ich wollte dich. Ich habe genau gespürt, dass es jemand anders gab.
Und als du nach Hause kamst, habe ich dich verführt. Du erinnerst dich? Ich hatte Gänseleber gekauft und das blaue Kleid mit dem hohen Schlitz angezogen, das du immer so gerne hattest. Wir haben Wein getrunken und du hast wenig geredet. Ich dafür umso mehr. Dann bin ich ins Bett gegangen, weil du noch arbeiten wolltest. Dann habe ich gesagt, kommst du mal bitte? Und wir haben uns geküsst. Und dann, es war vielleicht eine unserer schönsten Nächte. Vielleicht, weil wir beide wussten, dass es nicht mehr lange dauert. Dich habe ich nicht bekommen. Aber ich bekomme dein Kind. Ja, ich wollte es haben. Du hattest wirklich keinen Grund zur Eifersucht. Ja, ich weiß. Ich habe Gespenster gesehen. Das tun wir alle mal. Und dafür habe ich Verständnis. Aber dann einfach ins Auto zu steigen und mich da sitzen zu lassen, das war einfach unmöglich. Es ist nicht das erste Mal, dass mich eine Frau verlassen hat. Ich werde einfach die Angst nicht los, dass so etwas wieder passieren kann. Beziehungen mit einem Garantieschein für Beständigkeit gibt es nicht. Und Menschen, die ganz ohne Angst vor dem Ende einer wichtigen Beziehung leben, sind fantasielos. Oder einfältig. Und wenn Erlebnisse in deiner Vergangenheit bei dir Schäden verursacht haben, kann ich dir nicht helfen, Leo. Ja. Und ich hatte gehofft, eine Frau, die reifer ist, ernsthafter, nicht mehr so vergnügungssüchtig wie die meisten. Ach so, du meinst, ich bin eine alte Kuh, die dankbar sein muss, dass sie noch einen Jungen abgekriegt hat. Hanna, bitte. Was hat denn Michelle noch gesagt? Wieso? Naja, wir kriegen unsere Kinder ja in ziemlich kurzem Abstand. Und du hast mich mit ihr betrogen oder sie mit mir. Sie hatte Verständnis dafür, dass wir... Schließlich sind wir im Guten auseinandergegangen. Ja. Im Guten. Darf ich das Kind manchmal sehen, wenn es... Natürlich. Du darfst es sogar anfassen, wenn du möchtest. Na los. Trampelt manchmal ganz schön. War sehr schön. Und du hast uns geholfen, als Moselbrück in Schwierigkeiten war. Und ich verdanke dir sehr viel. Ich verdanke dir auch die Ungarnreise. Und durch dich habe ich Franz kennengelernt. Aber dein letztes Mal. Du wirst ihn also wiedersehen. Allein, dass du diese Frage stellst. Und wie du sie stellst. Nein, Leo. Du nimmst meine Entschuldigung also nicht an. Doch. Und wenn du dich nicht gemeldet hättest, müsste ich an meiner Menschenkenntnis zweifeln. Wir hatten ja immerhin das, was man ein Verhältnis nennt. Es hat einen Knacks bei mir gegeben. Und ich kann dir nicht sagen, was wäre. Ich möchte jetzt gehen. Aber dein Zug fährt. Ja, ich weiß. Aber ich möchte trotzdem gehen. Seit wann wusstest du es? Sofort. Ich habe sofort gewusst. So was gibt's. Ich dachte, sie hätten es dir im Krankenhaus gesagt. Als du den Autounfall hattest. Sie haben es mir gesagt. Ein Wunder, dass ich es da nicht verloren habe. Ich habe dich doch im Krankenhaus besucht. Ja? Warum hast du mir nicht gesagt, dass du ein Kind erwartest? Wärst du dann
zu mir zurückgekommen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Zuerst hatte ich gedacht, ein verwöhntes Mädchen, auf einem Schloss aufgewachsen, wenn die unsere bescheidenen Verhältnisse an der Mosel sieht. Naja, aber dann habe ich sie ja kennengelernt. Und ich habe genau gespürt, dass ich keine Chance mehr habe. Grüß bitte auch Ihren Vater von mir. Er war besonders freundlich. Du hattest Ludwig gebeten, mir nichts von dem Kind zu sagen. Und er hat sich daran gehalten? Was man von deiner Mutter nicht erwarten konnte. Sollte ich nie erfahren, dass du ein Kind von mir kriegst? Nein. Nicht solange du mit Michelle glücklich bist. Voilà, monsieur, nous sommes arrivés à Moselbruck. Ah. Veuillez m'attendre ici, j'en aurai pour un petit moment. Très bien, monsieur. Monsieur Vico, bonjour. Je vous attendais. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Entrez, s'il vous plaît. Attendez ici, nous montons tout de suite voir l'appartement. Je vous en prie. Herr Faber, ich habe eine Bitte. Ja? Mein Vater hat mir seinen Architekt geschickt. Es geht um den Umbau in der zweiten Etage. Aber ich möchte nichts mit meinem Mann besprechen. Würden Sie rauffahren und ihn holen? Dann kann ich inzwischen das Haus zeigen an Monsieur Bico. Selbstverständlich. Ja, reich müsste man sein. Martin, Ihre Frau schickt mich. Der Architekt aus Frankreich ist da. Sie möchten bitte runterkommen. Ja, ich komme. Ich nehme an, es dauert nicht lang. Und ich nehme an, du gestattest, dass ich mitkomme. Was? Das ist immer noch mein Haus. Und wenn darin was umgebaut wird... Ja, natürlich. Entschuldige bitte. Umbau, Auswand. Der ganze alte Kasten gehört renoviert. Umbau? Das heißt für uns also Auszug. Auszug? Wir könnten auch den Rückzug antreten, wenn du willst. Zurück nach Krems? Natürlich. Mein Vater hat wohl inzwischen gemerkt, dass meine Deportation nichts genutzt hat. Ja, und hier ist der Nachwuchs auf dem Vormarsch. Das könnten wir ja auch einmal probieren. Was? Nachwuchs? Vielleicht baut uns dann dein Vater auch etwas Nettes aus. Das ist eine gute Idee. Hier kommt man rauf und hier kommt eine andere Tür, damit ich richtig abschließen kann. Abschließen? Wenn ich Angst habe. Die Tür geht weg und wird zugemauert. In den Salon geht man hier. Und was ihr hier seht, ist das Essecke. Die. Und was ihr da seht, wird nicht mehr da sein, weil die Wand kommt weg.
So haben wir dann einen großen Salon. Und hier ist der andere Teil vom Salon. Darf ich vorstellen, das ist Monsieur Beco, der Architekt meines Vaters. Das ist meine Schwiegermutter. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur. Und hier ist der andere Teil vom Salon. Mit die Sitzecke, das Fernseher und eine offene Kamin, den man von zwei Seiten sehen kann. Und nach dem Fernsehen kommt das Schlafzimmer. Und hier, wo das Bad ist, kommt mein Bett aus Frankreich. Und das neue Bad ist hier. Natürlich ist es zu eng. Deswegen muss diese Wand versetzt werden. Weil hier kommt die Doppelbadewanne. Doppelbadewanne? Ja, kennt man das hier nicht? Und da? Ach, diese Katrin. Das ist das Kinderzimmer von Martine. Und jetzt die Küche. Hier wird nicht mehr geschlafen, sondern gekocht. Und von da oben kann ich in den Hof sehen, wenn Kunden kommen. Das ist alles. Eine bescheidene Frage. Ist dieser ganze Spaß unter 1 Million zu haben? Mon mari aimerait connaître le prix. Non, mais je ne peux pas vous donner un prix comme ça en Deutsche Mark, mais je compte à peu près 80 heures avec 3 maçons. Er kennt nicht die deutsche Preise, aber er denkt 80 Stunden Mauerarbeit für 3 Leute. Wenn man jetzt bedenkt, was der Stundenlohn eines Maurers ist. Non, mais par contre, je ferai venir toute la cuisine et la salle de bain de France. Nous avons un fournisseur qui nous fait des prix très avantageux. Badezimmer und Küche kommen aus Frankreich. Da haben wir Verzugspreise. Wie beruhigend. Mais je réfléchis. Oui. Mais la restauration de ces petites fenêtres. Was ist mit den Fenstern? Monsieur Beco denkt, hier muss viel mehr Sonne reinkommen. Und der schöne Blick auf der Mosel, man sieht gar nicht richtig. Das Haus steht unter Denkmalschutz. Wir dürfen die Außenfassade gar nicht verändern. Aha. Und was ist Denkmalschutz? Der rechnet mit den Ansprüchen deines Vaters. Ich brauche keinen Palast. Palast? Jetzt übertreibst du aber. Ich will ein Kinderzimmer, eine eigene Küche und einen Salon, damit ich mit dir auch mal allein sein kann. Nicht nur immer unten die ganze Familie. Salon. Oh, pardon. Ich hätte Wohnzimmer sagen sollen. Ich möchte auch ins Badezimmer gehen können, wann ich will. Und nicht immer Schlange stehen. Schlange stehen? Was soll der Blödsinn? Wir haben uns das sehr gut arrangiert, oder nicht? Natürlich. Ich darf ins Bad von 6.30 Uhr bis 6.40 Uhr. Verstehe. Alles scheiße. Du bist immer anders aufgewachsen. Aha, jetzt kommt wieder die Prinzessin auf der Erbse. Ich brauche keine goldene Wasserhähne, aber ich möchte Wasser laufen lassen, wenn ich will. Ist das zu viel verlangt? Du willst das ganze Haus auf den Kopf stellen. Ich habe dich geheiratet, nicht deine Familie. Und wenn Martin auf die Welt kommt, sind wir selbst eine Familie. Du hast mich geheiratet? Ich dachte, wir hätten uns geheiratet. Natürlich, Herr Oberlehrer. Oh, pardon. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Es tut mir leid. Martin, es ist doch nur das alte Lied. Du willst kein Geld von mir annehmen. Das Problem hatten wir schon im letzten Jahr. Aber die Zeiten ändern sich. Ist es heute wirklich immer noch ein Problem, wenn die Frau mehr Geld hat als der Mann? Dann bin ich leider immer noch etwas von gestern. Für mich ist das nicht so einfach. Es wäre vielleicht nicht einfach, wenn ich das Geld hätte, weil ich mehr Erfolg in einem Beruf habe. Aber ich habe doch nur das Geld, weil mein Vater so schrecklich tüchtig ist. Und er will nicht, dass ein dummes Geld alles die Liebe Steuer frisst. Naja, die Steuer. Thank you.
Tag. Guten Tag. Mein Name ist Schneider. Mir wurde dieses Haus empfohlen. Wollen Sie reinkommen? Worum handelt es sich? Ich hätte gerne Frau Zerfass gesprochen. Die gibt es bei uns gleich zweimal. Da hätten wir die Witwe von Roland Zerfass und die Gattin von Martin Zerfass. Aber beide sind im Moment nicht zu Hause. Schade. Es handelt sich um eine größere Bestellung. Ihr 85er Kabinett interessiert mich. Den habe ich im Anker verkostet und ich muss sagen... Ja, wirklich sehr gut. Ich könnte 10.000 Flaschen davon abnehmen. Sagten Sie 10.000? Ja, vorausgesetzt natürlich. Wir einigen uns auf einen vernünftigen Preis. Sagen Sie mal, sind Sie Händler oder Kommissionär? 15% der deutschen Weinernte fließen nach England, wie Sie wissen. 1,2 Millionen Hektoliter davon sind Liebfrauenmilch. In England das Synonym für deutschen Wein. Ich habe da sehr gute Geschäftsverbindungen. Und meine Partner sind überraschenderweise auch an anderen Lagen interessiert. Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Und heute Mittag habe ich, wie gesagt, im Anker gegessen. Und bei der Gelegenheit, Frau Wendel hat mir diesen Keller empfohlen. Ich werde natürlich nicht eingleisig fahren, das werden Sie verstehen. Ja, natürlich, aber 10.000 Flaschen, so viele haben wir wahrscheinlich gar nicht mehr da. Ich müsste nachschauen. Ich muss leider auf der runden Zahl bestehen. Mein Partner hat einen kleinen Spleen, wie viele Engländer. Wir hätten noch ungefähr 3.000, aber ich könnte wetten, dass Ihr Schwager noch was hat. Ludwig, warum haben Sie nicht gleich angerufen? Sie wissen, dass mein Verhältnis zu Herrn Zerfass gestört ist. Ich weiß nicht, ob das klug gewesen wäre. 10.000 Flaschen. Ich habe mir eigentlich abgewöhnt, an Wunder zu glauben. Könnten wir aber dringend gebrauchen. Die neue Kälte. Ist Ludwig da? Herr Zerfass ist im Anker. Im Anker? Schon um diese Zeit? Herr Zerfass pflegt dort zu speisen. Ich kann ihm ja leider nichts recht machen. Vielleicht können Sie mir helfen. Können Sie mal nachsehen, ob von meinem 85er Kabinett noch was auf Lager ist? Mehr als genug. Das brauche ich erst gar nicht festzustellen. Sie wissen ja, wie die Geschäfte gehen. Ich bräuchte aber 7.000 Flaschen. Wieso brauchen Sie die? Ich weiß nicht, ob er Schneider hieß. Aber ich habe ihm Ihre Adresse genannt, nachdem er Ihren Kabinett so gelobt hat. Wofür ich mich sehr bedanke. Solche Gäste wünscht man sich öfter. Nun könnte ich natürlich fragen, wer ist hier Stammgast? Meine Schwägerin oder ich? Wieso? Weil Sie besagten Herrn Schneider zu meiner Schwägerin geschickt haben, statt zu mir. Ich verkaufe nämlich auch Wein. Wie Sie vielleicht wissen. Das ist richtig. Aber besagter Herr Schneider hat ausdrücklich nach dem Erzeuger gefragt, nicht nach dem Händler. Natürlich. Ja, meine Verdienstspanne will er sich sparen. Zu dumm, dass du nur 3.000 hast. Na, ich denke doch, da werden wir uns einigen, oder? Ein Drittel zahlt er bei Unterschrift und zwei Drittel nach Erhalt der Ware, die allerdings bis zum Eintreffen der Überweisung mein Eigentum bleibt. Unser. Was? Unser Eigentum. Ja, natürlich. Du würdest also mitmachen? Was heißt hier mitmachen? Ich lebe davon. Monika, die Flasche ist leer. Sie wollen wirklich noch? 7.000 Flaschen sind doch wohl noch ein Gläschen wert, oder? Ich dachte, Sie leben vom Verkaufen. Ja, und ich möchte Ihnen gerne noch sehr lange was verkaufen. Meine Werte sind fast wieder normal, also bitte. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich brauche ein Gespräch nach London. Die Nummer ist, die wissen Sie ja. London ist groß, Herr Zerfass. Wie meinen Sie das? Dass Sie vielleicht besser heute nicht mehr telefonieren sollten, falls es sich um Geschäftliches handelt. Hängen Sie sehr an Ihre Stellung, Frau Billinger? Ja, natürlich. Warum? Weil Sie mir schon wieder unmissverständlich zu verstehen geben, dass Sie mich für unzurechnungsfähig halten. Ich habe doch nur gesagt... Ja, dass ich keine Geschäftsgespräche mehr führen soll. Sie sollten inzwischen wissen, dass ich mit zwei Flaschen Riesling... Sie vergessen Ihre Frage, dass ich mit zwei Flaschen Riesling immer noch mehr Durchblick habe, als Sie mit Ihrer blöden Teetrinkerei. So. Ihr Durchblick wird noch mal Ihr Untergang sein. Erstmal versuchen Sie, einen vernünftigen Kaffee zu kochen. Ja, und dann geben Sie mir Wilson und Co. Nein, umgekehrt. Erst Wilson. Yes,
Mr. Zerfas would like to speak with Mr. Wilson, please. Mr. Wilson, guten Tag. Herr Zerfas hätte Sie gerne gesprochen. Ich verbinde. Zerfas? Richard, Mahlzeit, mein alter Junge. Wie geht's denn so? Ja, hier ist auch noch alles beim Alten, ja. Also, ich habe zwei Fragen. Stimmt das, dass die deutsche Weinfachmesse in diesem Jahr nicht mehr in Dorchester sein soll? Was heißt renovieren? Der Spiegel sah doch noch ganz passabel aus. Ja, ist ja ganz egal. Also, ich komme natürlich im September. Und Sie sorgen dafür, dass ich wieder einen vernünftigen Ausstellertisch kriege. Gut, ja. Zweitens, ich soll Wein nach London liefern. Und dieser Auftrag ist heute erst auf den Tisch gekommen. Ich bitte Sie, folgende Adresse für mich zu checken. Ja, ich habe Sie von einem gewissen, Schneider. Ach, das wird er sein. Da bist du ja. Ich dachte schon, du wärst beim Dämmershoppen. Zu früh, Hannachen. Erste Geschäfte. Das ist Herr Schneider, mein Schwager Ludwig Zerfas. Sehr angenehm. Ja, meine Schwägerin hat Ihnen sicher wohl inzwischen gesagt, dass sie mich an dem Geschäft beteiligen muss. Das habe ich mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Mit Bedauern? Verhandlungen mit einer schönen Frau sind einfach angenehm. Also, da könnte ich Ihnen ein paar Adressen an der Mosel nennen, da werden Sie glatt über den Tisch gezogen von einer schönen Frau. Apropos Adressen, ich... Ja, danke. Sie haben meiner Schwägerin eine Adresse in London angegeben. Ja, es handelt sich ja um eine Lieferung nach England. Richtig. Wir sollen aber an eine Spedition in Frankfurt liefern. Ja, das vereinfacht für mich die Abwicklung. Ab Frankfurt beteilige ich mich dann an einem Sammeltransport. Ob das die Sache vereinfacht, das möchte ich bezweifeln. Aber bitte, das ist Ihre Angelegenheit. Klar erkannt. Ihre Adresse in London ist aber auch nur eine Spedition. Woher wissen Sie das? Ich habe in meinem Büro Telefon. Nun ja, mein Händler in England holt die Ware bei der Spedition ab, ist doch klar. Wären Sie bereit, mir die Adresse Ihres Händlers zu geben? Damit Sie in Zukunft direkt verhandeln können. Ich beabsichtige, an diesem Geschäft zu verdienen. Und auch an eventuellen weiteren Geschäften. Sie verlangen Sicherheiten? Bitte. Da liegt mein Vertrag. Sie brauchen nur zu unterschreiben. Dann folgt der erste Scheck. Und erst wenn der Betrag bei Ihnen gut geschrieben ist, brauchen Sie zu liefern. Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte aus meiner Anfängerzeit erzählen. Ludwig, was soll denn das? Es handelte sich auch um einen großen Auftrag. Ich war begeistert, vor allem als ich den Scheck einlösen konnte. Dann erfolgte Lieferung. Aber die schien nie angekommen zu sein, denn es kam auch kein weiterer Scheck. Bin dann der Sache nachgegangen und anschließend zur Polizei. Was wollen Sie damit sagen? Dass die Lieferung angekommen, aber auch gleich wieder abgeholt worden ist. Und seitdem nie wieder aufgetaucht ist. Genau wie der Herr, der meinen guten Wein kaum selbst getrunken haben dürfte. Sondern weiter verschleudert. Er hat ja nur ein Drittel des Wertes bezahlt. Ich frage Sie nochmals, warum Sie mir das alles erzählen? Weil ich durch Schaden klug geworden bin. Der Mann war Bankrotteur. Er hatte sich ein hübsches, großes Schiffchen auf der Mosel angeschafft, an das ich nicht ran konnte, da der Kuckuck daran klebte. Sie haben ein hübsches, großes Auto, dem man aber nicht ansehen kann, ob das nicht vielleicht doch nur ein Leihwagen ist. Wollen Sie die Wagenpapiere sehen? Wenn es Ihnen nichts ausmacht. Schade. Ich hätte gedacht, 10.000 Flaschen wären für Sie interessant. Sehr sogar. Aber unter diesen Umständen, ich könnte Sie wegen Verleumdung verklagen. Ich bin schon sehr lange in der Branche. Man kennt sich.
Aber wenn man jemanden nicht kennt, dann sollte man zum Beispiel das Telefon benutzen. Ich habe heute Nachmittag viel telefoniert, bin aber nicht fündig geworden. Aber wenn ich Ihren Vertrag behalten dürfte, vielleicht muss ich mich dann noch bei Ihnen entschuldigen. Herr Schneider. So, Hanna, jetzt der Dämmerschock. Sag mal, was war das denn? Du meinst, der... Ja, der Mann war ein Betrüger. Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht. Ich habe jetzt ganz vergessen, der Mann brauchte doch Adressen von hübschen Winzerinnen. Ne? Also wenn das stimmt, dann muss man doch warten. Ja, richtig. Und deshalb werde ich dafür sorgen, dass die Geschichte morgen in unserem Käseblatt steht. Prost.